down shit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr fragt euch jetzt hier bestimmt, warum ist das nur so ein kleines Video, denn dieses Video wird nicht wirklich lange werden. Eigentlich möchte ich nur mal ein paar Sachen erklären, denn es gibt ein paar Probleme mit dem Let's Playen von dem Spiel Perilstorm. Also, es gibt zwei Themen, die auf einmal so ein kleines Problemchen sind. Das erste Thema, bitte, ihr dürft wirklich die Themen, die müsst ihr wirklich auseinander trennen. Das erste hat nichts mit dem zweiten zu tun. Das ist nicht einfach so passiert dadurch. Das ist nur aus Zufall irgendwie gleichzeitig passiert. Das erste Thema war einfach, dass ich, ihr habt ja die gestrige Folge gesehen, warum ich dann nur noch den Chat ausgeblendet habe und warum ich dann auch die letzten Inhalte, wo ich dann eben geredet habe, was ich dann dort in dem Allianz-Chat so gefragt habe, ausgeblendet habe. Denn von der Allianz aus, ich habe eben gefragt und dann war das so die Antwort, ja, ich habe von einem von den zwei Besten da, habe ich die Antwort bekommen, ja, und es nervt schon, warum muss ich denn immer fragen und so. Oder, nee, das war nicht so, ich habe gefragt und dann hat der eben darauf reagiert, ja, nee, ich soll doch mal ins Forum gucken und dann habe ich gesagt, ja, aber so ist es einfacher für mich, wenn ich es von einem erfahrenen Spieler herausfinde. Und dann wurde ich sozusagen angeschnauzt von jemandem, der erst vor kurzem neu in die Gilde reingekommen ist. Der hat dann gesagt, dass ich erstmal lesen lernen soll und es gab halt dann so ein Mini-Beef. Ich habe dann gesagt, ja, du sollst mal dein Gehirn benutzen und erstmal Deutsch lernen, denn er konnte Fresse halt nicht richtig schreiben. Ja. Das war so das eine Problem und plötzlich wurde ich gekickt. Ich weiß, wer mich gekickt hat, auch wenn es nicht da gestanden ist. Es ist mir relativ egal, denn eigentlich geht es mir nur um einen Freund da drin und den möchte ich mir auch behalten. Beziehungsweise seit dem C-Shiny, also Thomas, mit dem möchte ich natürlich auch befreundet bleiben. Was in der Allianz jetzt so ist. Deshalb wurde ich dann eben aus Allianz gekickt und man kann 2 Tage nachdem man gekickt wurde nicht mehr drauf joinen. Das ist auch kein großes Problem, denn eventuell komme ich wieder rein, aber selbst wenn ich reinkomme, dann wird das jetzt keine Allianz mehr so für die ganze Zeit. Das wird wirklich nur eine Allianz jetzt für die erste Zeit mal, eventuell bis zu den Sommerferien oder bis zu den Ostern. Denn was ich finde einfach es asozial, dass ich einfach gekickt wurde und der andere Typ nicht. Und er kommt neu rein. Ich bin schon seit Ewigkeiten in dieser Allianz, beziehungsweise in dieser Gilde. Und er führt sich auf, wie als wäre er der Beste und er könnte alles bestimmen. Von daher stört mich das sehr. Ich möchte, wie gesagt, ich werde mit dieser Person nicht mehr reden und mit der Person, die mich gekickt hatte, werde ich auch kein Wort mehr austauschen, denn sowas finde ich einfach nur wirklich zu hoch genommen. Ich kann es verstehen, wenn jetzt jemand nur den ganzen Allianz-Chat zuspammt, die ganze Beleidigung und sonst was, wenn man ihn dann kickt oder wenn er einfach nicht aufhört, nachdem man sagte, ja, hört mal auf, seid beide ruhig oder so. Wenn man dann einfach sofort schon kickt, dann ist es einfach viel zu schnell und viel zu früh. Deswegen, wie gesagt, diese Gilde ist mir jetzt relativ nicht egal, aber die Gilde, die hat für mich auf jeden Fall viel, also ich habe viel Respekt vor dieser Gilde oder vor der, vor dem Ganzen halt einfach, vor der ganzen Gilde habe ich viel Respekt verloren dadurch, weil das mich definitiv sehr stört und wie gesagt, wirklich, diese Gilde dient nur noch dazu da, dass ich überhaupt in der Gilde bin. Das war mal das Erste. Und sie hätten mir auch einfach sagen können, wenn sie nicht möchten, dass ich Inhalte von dem Gildenchat in meine Videos zeige. Und sie wussten Bescheid davon, dass ich Videos mache. Ab jetzt wird es, wie gesagt, keinen Gildenchat mehr zu sehen geben. Was dann noch eine wichtige Sache ist. Und zwar, wie ich auch, ihr könnt auch hier mal gucken. Ich würde mich übrigens freuen, wenn das ganze Video für alle, die Python gucken, anguckt. Denn das wird jetzt auch noch relativ wichtig. Das ist nämlich für die Zukunft vom Perilstorm Let's Playen. Nur ganz kurz, damit ihr wisst, wie ihr zu Perilstorm kommt. Ihr gebt einfach Perilstorm ein und dann hier seht ihr schon die erste URL. Ich würde euch die www.perilstorm.de URL empfehlen. Da könnt ihr einfach draufklicken und hier könnt ihr dann ganz einfach den Username, das Passwort eingeben. Oder wenn ihr noch nicht registriert seid, dann könnt ihr hier einfach registrieren mit dem Username, mit dem Passwort und mit der E-Mail.
das Spiel, das könnt ihr eben dann kostenlos spielen. Und wenn ihr dann im Spiel drin seid, dann kommt ihr auch zu solch einem Forum. Und dieses Forum hat mir gestern sehr viel geholfen, aber auch natürlich ein bisschen enttäuscht. Es hat nämlich diesen Grund, daher ich gestern ein kleines Gespräch hatte. Zum Beispiel, ich habe hier unter alles rund um das Spiel, unter allgemeine Fragen, also hier unter den großen Reiter Hilfe, habe ich mal ein paar Fragen gestellt. Zu Verbesserungen habe ich auch was gestellt, das werdet ihr aber morgen im Video sehen. Und eine andere Frage war eben von mir dann, ihr werdet jetzt Screenshots einem geschickt bekommen, daher ich höchstwahrscheinlich wieder nicht den Namen zeigen darf und ich möchte jetzt aber vorerst mal vorsichtig umgehen damit. Ja. Dann, ich darf anscheinend diese ganzen Namen von anderen Spielern gar nicht angucken, also in meinen Videos zeigen. Genauso wie ich nicht die Gilden anderer Leute zeigen darf oder meine eigenen Gilde oder halt den Gildenchat. Das ist dann eben die Entscheidung des Gildenleiters, ob ich den Gildenchat sehen darf. Und es wurde eben entschieden, nein, er möchte das nicht. Also er hat es zwar zugelassen, obwohl er es nicht mochte. Das ist leider ein bisschen komisch, aber okay. Und jetzt hat sich eben herausgestellt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was da gestanden ist. Ich kann mir das gerne mal hier jetzt rüberziehen. Dann sehe ich das, dann kann ich euch da ein bisschen Bescheid geben. Mir wurde gesagt, dass hier von einem netten Administrator vom Perlstorm-Team, ich habe nämlich gefragt, ob ich denn auf meinem Kanalbild oder unter meinen Videos eben den Link von Perlstorm oder dem Forum von Perlstorm eben reintun kann, genauso wie ich es mit Twitter, Instagram, glaube ich, auch gemacht habe und Facebook. Denn dann könnt ihr jederzeit einfach darauf klicken und ihr könnt direkt zum Spiel. Ob ich das eben verlinken dürfte. Denn ich habe halt schon ein paar Leute, die was sich für das Spiel sehr interessieren. Und ja, und dann kam halt eben die Antwort, dass ich eben natürlich Let's Playen darf und ich kann die auch veröffentlichen, aber die Spielernamen bzw. Gilden sind vorab, bei deinen Aufnahmen bitte auszublenden, das heißt vorab mit der Taste N. So, jetzt gehen wir mal zu diesem Spiel. Wenn ich jetzt hier rumkrieche, wie dieser Tiefenkriecher, und ich drücke N, dann sehe ich nicht mal noch meinen eigenen Namen und nicht mal noch hier den Namen von diesen Dingen. Das macht das Spiel meiner Meinung nach einfach nicht mehr spielbar bzw. Let's Playbar, denn ich kann das ja ausblenden, natürlich mit Taste ändern geht das. Ich kann auch hier zum Beispiel hier natürlich Grundfreundel, das sehe ich dann nicht mehr. Grundsätzlich dürfte ich den Namen jetzt gar nicht zeigen, aber ganz ehrlich, für dieses Video, da dürfen sie mir echt nichts übel nehmen. Dann zeige eigenen Namen, das kann ich halt hier noch ausmachen. Aber leider, Tooltips an aus. Ich weiß leider nicht, wie ich das jetzt machen könnte. Tastaturbefehle, Namen an aus. Es gibt leider wirklich nur diese eine einzige Möglichkeit, damit man irgendwie die Namen nur von den Spielern ausmacht. Diese Möglichkeit gibt es leider nicht. Und damit ich in jeder Folge alle Namen von den Spielern, die mir begegnen, dass ich das dann ausmache. Alter, nee, das krieg ich nicht hin. Deshalb, Das ist einfach unmöglich, dass da bitte da dürfen die mir das nicht übel nehmen, aber sonst kann ich das Spiel nicht Let's Playen. Das heißt, bis zum Wochenende werde ich noch die Namen weiterhin zeigen. Wenn die mich dafür jetzt peitschen wollen, dann machen die das. Daher ich ja noch kein Geld mit den Videos verdiene, kann davor erst nichts bei mir passieren. Aber trotzdem sollte man das einfach beachten, denn ich möchte mich ja dann nicht unbeliebt machen oder sonst was. Naja, jedenfalls habe ich mich dann ganz bedankt und ich werde mich eben, wie gesagt, an das von Seiten Big Point, glaube ich, soll das als Abkürzung sein. Ich werde mich direkt an den Support wenden, den findet man auf der Startseite unten links. Und dort werde ich mich eben an den Support wenden. Ich werde mal ganz nett fragen, vielleicht mache ich das auch schon morgen, umso früher, umso besser. Ich werde mein Bestes tun, denn ihr müsst bedenken, ich habe auch noch diese Projektplanung. Dieses Video wurde jetzt doch noch ein bisschen länger. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Ich werde eben mein Bestes tun, daher, dass ich eben das gesehen habe. Ich werde mal mein Bestes eben tun. Vorab darf ich das halt noch nicht zeigen. Das ist alles leider ein bisschen kompliziert. In Minecraft wird das nicht so ernst genommen. Von daher,
ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Das soll jetzt einfach mal so ein kleines Backup gewesen sein. Ja, haut rein und ciao.